Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem nächsten Big Shot Talk im Rahmen unserer IZ-Karrierewoche. Ich freue mich sehr, Frederik, dass du dich bereit erklärt hast, die Moderation zu übernehmen. Es geht heute um das Thema Fortbildungen und Zertifikate in der Branche. Warum haben wir das Thema ausgewählt? Unter anderem, weil auch bei der letzten IZ-Karrierewoche Studierende und auch Young Professionals auf uns zugekommen sind und gesagt haben, es gibt so ein breites Angebot. Was kann ich denn oder was sollte ich machen? Wo sollte ich meinen Schwerpunkt drauflegen? Gibt es Empfehlungen? Was wird auch gern gesehen von Unternehmen? Deswegen heute diese Runde. Ich freue mich sehr über alle, die dabei sind. Frederik ist Manager bei PwC, hast selbst schon eine erfolgreiche Karriere oder bist schon auf dem Weg zur Karriereleiter immer weiter nach oben. Deswegen auch ist die Wahl auf dich als Moderator gefallen und ich freue mich sehr, dass du das jetzt übernimmst und wünsche viel Vergnügen. Für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch den Hinweis, sie können Fragen stellen unter der Rubrik Fragen. Der Frederik und ich, wir sehen sie und Frederik stellt die Fragen dann auch gerne an unsere Panelisten. Ich wünsche viel Vergnügen. Super, Franziska. Vielen, vielen Dank für das Intro. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich freue ich mich auch sehr, heute dieses Panel moderieren zu dürfen. Also auch ein warmes Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite aus zum heutigen Big Shot Talk, Fortbildung und Zertifikat in der Branche. Ihr allesamt, die nun zugeschaltet seid, habt also oder seid unserem Aufruf gefolgt, der so ungefähr lautete: Du strebst nach einer Karriere in der Immobilienwirtschaft, magst deine Meinung einbringen, die Zukunft mitgestalten und ein Leben lang lernen. Also super, perfekt, denn genau hier bist du richtig. Um da auch vielleicht einmal die Good News vorab zu präsentieren: Unsere Branche, die Immobilienwirtschaft, professionalisiert sich zunehmend. Das sieht man auch daran, dass zuletzt diverse Hochschulen, Universitäten und auch Weiterbildungsangebote mit dem Thema Immobilienwirtschaft sich befasst haben und Personen, die quasi als Personifikation des lebenslangen Lernens fungieren, werden euch heute gemeinsam mit mir den bunten Blumenstrauß an Fortbildung und Zertifikaten in dieser durchaus bunten Branche danach aufzeigen. Diese sind, wie ihr sie sehen könnt, in der Reihenfolge alphabetisch geordnet, quasi auf der einen Seite Sandy Birwitz-Heuse, ihrerseits auch Amrix und Senior Portfolio Managerin bei der Helaba Invest. Die, und da das vielleicht vorab, hatten wir eine kleine Briefingrunde vorab und ich hatte mir eines ihrer Statements rausgepickt, welches lautete: Weiterbildung sind vor allem dann sinnvoll, wenn sie inhaltlich relevant sind für den Job, als externer Input bzw. akademisches Update. Sandy, vielleicht hast du da noch wenige Worte oder Erläuterungen dazu, wie dieses Statement gemeint ist. Vielen lieben Dank, Frederik, für die Einladung, dass ich dabei sein kann. Ich bin vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin seit ein bisschen mehr als 10 Jahren im Bereich Immobilien, Investmentmanagement tätig und damit in der Betreuung institutioneller Investoren für die Strategieentwicklung und Investmentauswahl bei der Helaba Invest. Was der Frederik gerade ansprach, ich sage das immer sehr oft, ja, Zertifikate und Fortbildungen sind wichtig, aber sie müssen zum eigenen Karriereziel passen. Also die Frage, die man sich stellen sollte, ist, was lerne ich da und ist das relevant für das, was ich derzeit mache und was ich in Zukunft machen möchte? Und ein zweiter Aspekt ist immer, ich finde es immer schade, wenn man immer nur so nach dem Zertifikat schielt, sondern es ist auch ein Weg dahin. Also es sind da Netzwerke zu knüpfen, man trifft spannende Personen und das ist auch nochmal so ein Aspekt, den ich gerne hier noch mitgeben möchte, wenn man da in Bedenken ist, was man als nächstes tut, was auch wahnsinnig wichtig ist. Also nicht nur das Wissen, auch die Menschen, die man dort trifft auf diesem Weg. Super, danke dir. Machen wir weiter mit der nächsten Dame in der Runde, Susanne Alkermann-Riepe, ihrerseits Afrix. Bei den Jobtiteln, Susanne, auch das eine sehr lange Liste tatsächlich, also aktuell Vorstandsvorsitzende bei der Royal Institution of Chartered Surveyors, auch RIGS abgekürzt. Du bist beim Institut für Corporate Governance aktiv und hast hier das Statement mit reingegeben: Institute der Weiterbildung und Mitgliedschaften in Berufsverbänden eignen sich besonders als Think Tank bzw. Innovationsförderung, ob für das eigene Netzwerk oder dank des Zugriffs auf etwaige Unterlagen und Erkenntnisse. Susanne, gerne noch wenige Worte zu dir und deiner Person. Vielen Dank, Frederik. Ja, ich bin ja wahrscheinlich hier mit fast 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft die älteste
die dabei ist. Und nach 20 Jahren Partnerschaft bei PwC widme ich mich jetzt den Innovationen, die durch die Umwälzungen mit Klimawandel und gesellschaftlichen Veränderungen auf uns zukommen. Und das kann man natürlich am besten tun, wenn man in solchen Organisationen auch unterwegs ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich vor kurzem auch den Vorsitz für das RICS European World Regional Board übernehmen konnte. Denn das ist natürlich nochmal etwas, wo, wie Sandy schon sagte, wenn man im Netzwerk mit verschiedenen Kulturen zusammentrifft, mit unterschiedlichen Personen, mit bunter Vielfalt und Internationalität, das fordert einen im Denken und Handeln nochmal durchaus heraus. Und ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und wir haben noch viele zu bestehen und ich hoffe, dass wir auch noch viele Interessierte in unsere Netzwerke holen. Vielen Dank, Susanne. Auch an dieser Stelle nochmal die Glückwünsche zu der neuen Herausforderung. Des Weiteren haben wir an Bord Professor Dr. Tobias Just, ebenfalls, wenn wir im Bereich der Weiterbildung denken oder Institutionen, FRICS. Er leitet als wissenschaftlicher Leiter unter anderem die IRAPS Immobilienakademie und ist Präsident der GIF. Als Statement hatte ich vernommen, nur Elite-Uni ist nicht ausreichend. Entscheidend ist, dass man selbst Elite ist. Also Elite-Uni allein kein Freiticket für die Karriere. Tobias, was magst du noch über dich berichten? Ja, vielen Dank. Vielleicht zunächst einmal, ich bin gar nicht mehr Präsident der GIF, das war ich sozusagen bis früher. Seitdem bin ich nur noch Ehrenmitglied, was mich aber fast noch mehr freut. Ehre ohne Arbeit ist eines der schönsten Dinge, die man machen kann. Vielleicht vorab, ich kenne die Frage der Weiterbildung seit 25 Jahren, was seit über 25 Jahren berufsbegleitende Weiterbildung. Zuerst im Programmieren, dann in Ökonomie und jetzt in Immobilienwirtschaft. Von daher, und habe mich dann auch berufsbegleitend selber quasi den Klugscheißerweg zur Habilitation weitergebildet. War vorher der Deutschen Bank, habe da im strategischen Research gearbeitet, kenne also dieses Thema sehr, sehr, sehr genau. Ich glaube, das Wichtige, was ich mit dem Statement sagen wollte, ist, dass es für einen selber schon was bringt, wenn man irgendwie so eine Liste von Elite-Hochschulen im CV untergebracht bekommt. Das aber relativ wenig bringt, wenn man selber nichts in dieses Netzwerk einbringen kann. Also wenn man nicht selber fragt, wenn man nicht selber neugierig ist. Also ich habe selber mit tollen Leuten zusammengearbeitet, aber diese tollen Leute waren nicht zwingend alle nur in Harvard, Reading oder Tsinghua-Universität, sondern die habe ich auch genauso bei ISIS aus der Riesenfalle kennengelernt, wo man auch viel lernen kann. Und ich habe sie in Afrika, in der Türkei, wo auch immer getroffen. Also wichtig ist, dass man neugierig bleibt, dass man Dinge erfragt und dass man das, was man hört, für sich selber entdeckt. Und dass man eben nicht wartet, bis die Elite zu einem kommt, sondern dass man die in sich selber gründet. Großartig. Vielen Dank dafür. Last but not least in der Runde David Nattke als Head of Digital Experience bei der Signa mit der Aussage, man kann nicht früh genug anfangen zu arbeiten, denn vor allem währenddessen ist die Lernkurve steil. David, gerne auch noch wenige Worte zu dir. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dabei sein zu dürfen heute und hier ja, ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, wie man sich noch weiterbilden kann oder was eigentlich die entscheidenden Faktoren sind. Das Statement unterschreibe ich so, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist es wirklich entscheidend, nicht nach akademischen Titeln ja, diese einzusammeln, sondern wirklich im Job einen Mehrwert dadurch zu stiften. Und mir hat es unfassbar geholfen, sehr frühzeitig schon das Bewusstsein aufzubauen, an welchen Stellen kann ich es eigentlich perfekt einbringen, wo bringt es mir wirklich einen Mehrwert, was sind die entsprechenden Themen und dabei vor allem dann auch die Methodik am Ende des Tages, die eine Rolle spielt. Kurz noch zu mir. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Signa, war vorher auch bei PwC in der Unternehmensberatung 5 Jahre lang und darf jetzt bei der Signa das Thema Digital Experience und Innovationsmanagement verantworten, wo wir sicherstellen, dass wir zukunftsfähige, resiliente Gebäude bauen, die auf den Nutzer und denen das Bedürfnis der Zukunft reagieren und schauen, welche Zukunftstechnologien tatsächlich einen Einfluss auf unser Leben, auf das Gebäude und auf die Fläche haben, damit wir keine Immobilien bauen, die aufgrund von gegossenem Beton sich irgendwelchen Opportunitäten der Zukunft ausschließen.
Sehr schön. Ich danke dir, David. Also wie wir jetzt gehört und gesehen haben, tatsächlich ein breites Spektrum dann auch an Bereichen, die abgedeckt werden aus der Immobilienwirtschaft, sodass wir hoffentlich im Laufe der Session heute auch euch ein möglichst breites Bild von etwaigen Fördermöglichkeiten oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigen können mit für und wider. Tatsächlich um das Thema noch so ein bisschen Fortbildung und Zertifikate einzugrenzen. Tatsächlich, wir wollen also jene Zertifikate explizit für euch beleuchten, die eure Person als Asset inkludieren. Also jetzt nicht die Immobilienzertifikate, die aktuell auch oft genannt werden, sei es LEED, BREEAM oder DGNB, sondern wirklich da die persönlichen Weiterbildungen. Und wie bereits im Eingangsstatement gesagt, so der Markt dafür, für diese Zertifikate wird mit fortschreitender Professionalisierung oder wurde es auch zuletzt zunehmend granularer, sodass ich dann auch zum Teil das Gefühl habe, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe an Weiterbildungsmöglichkeiten, die es dort gibt und immer wieder die Fragestellung kommt, was passt eigentlich an dieser Stelle zu mir? Genau in dieses Angebot wollen wir heute Transparenz bringen und gleichzeitig dafür sensibilisieren, wie wichtig dieses Thema oder das Thema lebenslanges Lernen ist, wie, warum und weshalb dann auch in Fortbildung sowie Zertifikate dann auch auf dem Weg oder der Karriere helfen können. Während mein Weg da bisher relativ geradlinig war, würde ich behaupten, beziehungsweise jenem dann in der Immobilienwirtschaft, dass ich bereits in der Oberstufe wusste, dass es mich irgendwie in diese Richtung der Immobilien verschlagen soll, so ein bisschen als Sweet Spot dann auch von Kapitalmärkten und Architektur auf der anderen Seite, führte mein Weg dann zu der HWK nach Niedersachsen in Holzminden. Vielleicht da die erste Frage an Sie, Herr Just oder dann auch Tobias, wie war es, oder Sie machen es auch, Sie ebnen da Studierenden den Weg quasi an Ihrer Universität dann rein in die Immobilienwirtschaft mit einem Studium und waren da mit diesem Thema auch sehr, sehr früh. Wie kamen Sie bereits so früh darauf, dass dieses Feld eine gesonderte Fakultät benötigt, beziehungsweise eine stärkere Lehre und Forschung? Also vielleicht vorab Ehre, wem Ehre gebührt. Da liegt sozusagen der Gründergeist bei Karl Werner Schulte. Der hat das tatsächlich vor 30 Jahren als Lücke erkannt, weil wir hatten in Deutschland zu dem Zeitpunkt eine sehr fundierte, ich sag mal, objektnahe Ausbildung. Das war Architektur, Stadtplanung, Bauingenieurwesen. Wir hatten eine sehr gute betriebswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche Ausbildung. Auch das gehört zur Immobilie dazu. Aber sowohl das Finanzielle als auch das, oder das Finanzwirtschaftliche als auch das Design, das sind ja nur Teile von der Immobilie. Also eine Immobilie ohne finanzwirtschaftliches Backing scheitert schnell. Und umgekehrt, wenn wir nur einen Cashflow angucken, ohne uns mit dem Objekt beschäftigen, dann scheitert das mitunter auch. Früher bei der Deutschen Bank habe ich Hedgefonds beraten, Private Equity Unternehmen, die waren super im Cashflow Modeling, aber haben sich nie mit dem Nutzer beschäftigt und haben sich nie mit dem Objekt selber beschäftigt. Und das greift dann sehr schnell zu kurz, weil wir Objekte halt planen, bauen für Dekaden. Und dann ist es sinnvoll, dass man irgendwo dazwischen geistert. Und ich glaube, das, was bei uns wichtig ist, bei der IRAPS ist, dass wir allen unseren Studenten, ob das in der Grundausbildung, MSc, also Master of Science, als auch in der Weiterbildung, mit auf den Weg geben wollen, öffnet euch für die unterschiedlichen Gewerke. Seid ein bisschen Jurist, seid ein bisschen Architekt, seid ein bisschen Finanzklempner. In der Spezialisierung werdet ihr ja nachher auch auf jeden Fall euren Weg gehen müssen. Aber diese Offenheit, so ein bisschen denken lernen wie ein Designer, so ein bisschen denken lernen wie ein Ingenieur und ein bisschen denken lernen wie ein Volkswirt, dass man das für sich erkennt, dass das für die eigene Analyse von so einem Markt, von der Immobilie wichtig ist, das halte ich für sehr, sehr vorteilhaft. Und deswegen fand ich es auch so schön, dass ich dann nachher zu Uni Regensburg gewechselt bin aus der Bank heraus. Ich hatte vorher auch schon andere Lehraufträge, aber das war tatsächlich, womit ich mich am ehesten wiedergefunden habe, weil es eben unzureichend ist, nur in so einem Silo Immobilie zu analysieren. Ja, und das Schöne dabei ist, Sie haben es erwähnt, den MSc, aber jetzt quasi nicht nur dann den Weg ebnen, sondern auch später ansetzen für Weiterbildung und Co., dann für, quasi auch für Quereinsteigerinnen in die Branche mit unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten, die es da gibt. Da vielleicht, weil Sie etwas später ansetzen, dann auch mit der, oder zumindest die Royal Institution of Chartered Surveyors, quasi das Gütesiegel der Immobilienwirtschaft, mit Ursprüngen, glaube ich, im britischen Eisenbahnbau. Susanne, wie interpretiert ihr eure Rolle in der Immobilienwirtschaft?
Ja, wir sind natürlich als globaler Berufsverband, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit fast 140.000 Mitgliedern weltweit schon eine Macht letztendlich. Ne? Wobei diese Macht, muss man auch sagen, getrieben ist durch UK, wo man ohne einen MRIX keine Bewertungen durchführen kann. Aber es gibt vier große Weltregionen, in denen RSTS auch mit sogenannten World Regional Boards unterwegs ist, und in ganz Europa sind es ungefähr 10.000 Mitglieder bei RSTS. Insofern vielleicht das die Mitgliedsseite. Auf der anderen Seite, und da muss ich Tobias noch mal kurz auf was zurückkommen, ich durfte vor kurzem eine Laudatio halten an der IRAPS, weil es gibt ja auch Universitäten, die RSTS zertifiziert sind, und wie gesagt, das hat mich ziemlich geflasht, was die Truppe da gemacht hat. Nur mal kurz zur Erinnerung, ohne jetzt so große Lobreden auf die IRAPS zu halten, aber das fand ich schon ziemlich cool. Das war die Argus Universal Challenge, und da haben weltweit 80 Universitäten mitgemacht. Ihr müsst da mal wirklich auf die Homepage gehen und euch das anschauen. Da hat die IRAPS gewonnen. Wow, ja. Und mit einem ganz coolen Proposal rund um ein Star Wars-Thema. Ich bin immer noch in dem Star Wars-Modus und hatte mir da auch schon verschiedene Dinge ausgesucht. Hatte auch Tobias empfohlen, dass er sich vielleicht ein Kostüm von Star Wars ausleiht für die Präsentation rundherum, aber hat er nicht gemacht. Egal. Nochmal zurück zu RSCS. Also, mit was wollen wir unterstützen? Das geht natürlich darum, Fachwissen zu entwickeln. Und mit diesem Fachwissen, das wissen alle, ne, wer viel weiß, kann auch viel verdienen, wenn er an den richtigen Stellen sitzt. Und dieses Fachwissen ist natürlich in einer sehr flexiblen, ich sag mal, VUCA-World nicht immer so einfach zu erkennen. Ne? Wer verfolgt schon Tag für Tag, was sich derzeit bei COP26 tut? Ne? Wenn man bei RSCS ist, kriegt man das auf dem Silbertablett serviert, und in einer Woche wird sowieso jeder davon sprechen. Ne? Also diese Fachkenntnisse zu vertiefen, sektorspezifische Ratschläge zu haben, quartalsweise Reports über die globale Marktentwicklung und auch unterschiedliche Rechtsvorschriften, das sind schon Themen, die sehr helfen. Aber ich will auch nochmal auf den Punkt Netzwerk kommen. Man kriegt natürlich hier ein globales, professionelles Netzwerk, und wenn man den Mut hat, sich da zu vernetzen, umso besser. Ne? Dieses Netzwerk kann man für vieles nutzen, und Trends, die vielleicht in Asien auftreten oder in den USA, weiß man dann schneller als andere. Was natürlich auch ein Punkt ist, und das muss ich nicht unerwähnt lassen, man verschafft sich auch mit einem Membership Zugang zu Projekten und Aufgaben, die für die so eine RIX-Qualifikation Eintrittskarte sein kann. Ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, wenn man zum Beispiel bei der EZB ein Projekt im Immobilienbereich machen möchte, braucht man auf jeden Fall im Team jemand, der eine RIX-Zertifizierung hat. Oder die EBA, die internationale Bankenaufsicht, sagt auch in verschiedenen Regulierungen, dass für die Bewertung zum Beispiel von Kreditrisiken halt RIX-Qualifikation erforderlich ist oder eine vergleichbare. Und letztendlich natürlich auch Vertrauen in guten Händen zu sein. Ne? Es gibt so ein Zitat, da steht auch auf der RSCS Homepage, ich muss das mal kurz zitieren: Ich vergleiche meine RIX-Mitgliedschaft gerne mit der Premier League. Es zeigt meinen Kunden, dass ich dem weltweit führenden Berufsverband angehöre, und das gibt ihnen das Vertrauen, in guten Händen zu sein. Ja, was soll ich da mehr sagen? Ne? Mitmachen, in der ersten Reihe sitzen, in einer bunten internationalen Welt von Immobilienprofis, immer up to date sein. Was will man mehr? Also mehr kann ich nicht sagen, und den Rest muss Sandy jetzt erledigen. Das ist eine gute Überleitung. Vielen Dank, Susanne. Denn eine Frau, die genau diesen Weg bei der RIX gegangen ist, ist eben Frau Bewitz-Heusel. Sandy, die nicht nur oder MRIX ist seit 2016, glaube ich, sondern da auch dann auch einmal über den Tellerrand geblickt hat, MBA-Absolventin an der HALT oder ehemals Ashridge Business School ist, nördlich von London gelegen. Also akademisch eine sehr, sehr beeindruckende Laufbahn, die wiederum auch Aufenthalte dann in Südafrika inkludiert.
Vielleicht nimmst du uns einmal mit auf deine akademische Reise, Sandy, und erläuterst du den Weg dann bis hin zum MRIX. Okay, das mache ich sehr gerne. Man muss sagen, ich habe Finanzwirtschaft studiert an der Frankfurt School of Finance und habe bei der Deutschen Bank als Kreditanalystin gearbeitet. Das tut mich jetzt wahrscheinlich in die Kategorie Dinosaurier katapultieren aus heutiger Sicht. Aber ich bin von dort über den Bereich Asset Finance, Spezialfinanzierung in die Immobilienwirtschaft gekommen, habe am Anfang im Immobilienkreditgeschäft gearbeitet und habe dann 5 Jahre für eine britische Großbank Joint Ventures begleitet und habe mit Kunden und Investmentpartnern in Immobilienprojekte und Immobilienfonds investiert. Habe gemeinsam die Investments ausgewählt und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sehr, sehr viel mit dem Thema Unternehmensstrategie, Opportunitäten und Themen konfrontiert war, dass ich mir selbst gesagt habe, ich brauche da nochmal ein Update. Und das war der Schritt für mich, den MBA zu machen. Ich habe damals meine Wahl so ein bisschen nach der Fachrichtung ausgesucht. Also habe gesagt, ich möchte ein MBA machen, der sich sehr, sehr viel mit Unternehmensstrategie und auch Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Habe das danach so ein bisschen ausgewählt, aber wirklich davon abhängig gemacht, was ich in meinem Umfeld brauchte. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, wenn man mal als Kreditanalyst angefangen hat, dann sieht man nur Risiken. Man kann nicht in Opportunitäten und in Chancen denken. Und das war so ein bisschen ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich brauche da nochmal ein Update von extern. Und bin diesen Schritt gegangen, habe neben meiner Tätigkeit den Executive MBA gemacht in London. War wirklich eine anstrengende, aber wirklich spannende Zeit. Bin dann in einer späteren beruflichen Station sehr, sehr nah an das Thema Immobilienprojektentwicklung herangekommen bei der Landesbank Baden-Württemberg. Und das war die Zeit, wo ich das Thema Projektentwicklung, aber auch das Thema Immobilienbewertung sehr, sehr stark nochmal in meinem wirklich fachlichen Bereich benötigt habe und wo das eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und das war dann so auch wieder so ein Punkt, wo ich dann beim Professor Dr. Just gelandet bin. Nicht nur um diese zwei Themen abzuarbeiten. Ich habe mich dann aber doch von der IRAPS überreden lassen, für den ganzen Studiengang zu bleiben. Und das war für mich auch wieder eben so ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe, das war jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt, auch relevantes Wissen dann nochmal zu tanken und mich da auch weiterzuentwickeln. Und ich habe das Studium an der IRAPS in wirklich guter Erinnerung. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Jahrgang, der wahnsinnig gemischt war mit unterschiedlichen Charakteren in der Immobilienwirtschaft. Und habe mich von den Kollegen dann auch, bin auch so zur RICS gekommen. Also habe dann auch relativ spät, wie du ja auch gerade gesagt hast, den MRIX gemacht und habe mich aber wirklich sehr, sehr viel mit der RICS beschäftigt. Bin inzwischen auch stellvertretende Leiterin der Professional Group Asset Management. Und das ist was ich auch vorhin gesagt habe, was macht ihr damit? Ne? Also bringt ihr euch ein, nutzt ihr dieses Netzwerk? Ne? Und das ist sowas, wo ich sehr, sehr viel Energie rausziehe. Und gerade für die Professional Group bei der RICS, vielleicht auch anknüpfend an das, was Susanne gerade gesagt hat, wir sprechen da wirklich über aktuelle Themen im Immobilieninvestmentmanagement und Asset Management, was wirklich auch relevant für meine Tätigkeit ist. Ich bin da wirklich regelmäßig in Kontakt mit wirklich unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus dem Feld, was uns alle da weiterbringt. Und das ist so ein Aspekt, den ich da gerne noch mal mitgeben würde, was ich auch vorhin gesagt habe, was sind die Menschen, die ihr da trefft. Also nutzt die Netzwerke, bringt euch da ein. Das ist tatsächlich ganz spannend, dass es immer wieder durchkommt und wir sehen es ja auch an der Konstellation. Also irgendwie gibt es dann doch Schnittmengen und irgendwie schon mal Wege, die sich gekreuzt haben, dann alleine von uns fünf. Von daher sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Wir hatten es jetzt gehört, du bist als MRIX auch noch oder bringst sie aktiv ein, auch als RIX Counselorin oder Counselor. Susanne und Tobias wiederum als FRIX. Habt ihr vielleicht Tipps,
wie der Einstieg gelingen kann, denn das ist auch eine Frage aus der Runde jetzt. Wie kann man eventuell schon als Studierende sich einbringen, einsteigen, RIX Student als Stichwort an der Stelle? Also wie kann man loslegen innerhalb der RIX? Ich kann mal beginnen und vielleicht, Sandy, kannst du das dann noch gleich ergänzen. Es besteht ja schon die Möglichkeit, auch solange man noch studiert, hier sozusagen diese Mitgliedschaft zu starten. Wir sind ja häufiger auch an den Universitäten und werben dafür, möglichst Zeit oder möglichst früh einzusteigen, um sich mit der Organisation auch auseinanderzusetzen. Und der Weg geht dann eben in die Richtung, mit jemandem wie Sandy da in den Austausch zu kommen, um die Vorteile und was man alles so erledigen muss, dann auch zu beschreiben. Sandy, vielleicht kannst du noch mal kurz ergänzen aus deiner Rolle. Du bist da ja auch gewünschter Ansprechpartner und Ambassador. Vielen Dank. Ja, also ich bin für die RICS als Counselor tätig. Das heißt, ich unterstütze Menschen, also ich vermeide jetzt zu sagen junge Menschen, weil man kann bei der RICS auch mit Berufserfahrung einsteigen, aber ich unterstütze interessierte Kollegen bei der Qualifikation zum MREX. Es gibt unterschiedliche Zugangswege, aber was vielleicht interessant ist, ist, man kann in der Tat auch mit wirklich wenigen Berufsjahren da anfangen. Es ist ein Prozess, der in der Regel 2 bis 3 Jahre dauert. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also dass es wirklich ein sehr, sehr wertvoller Austausch ist, weil man bekommt einen persönlichen Counselor zugeteilt, mit dem kann man die einzelnen Themen abarbeiten. Und das ist so ein bisschen auch wie so 2 Jahre lang intensives Mentoring, bis man dann gemeinsam mit dem Counselor entscheidet, dass man an der Prüfung teilnimmt und sich sozusagen dann entsprechend vorbereitet hat. Und das ist wirklich eine spannende Zeit, wo man auch jetzt über den Counselor hinaus nochmal viele Menschen treffen kann, um sich da auch entsprechend vorzubereiten und vielleicht auch mal so das ein oder andere Karriereziel nebenher zu diskutieren. Danke euch für die Aussagen. Tatsächlich noch als Dritter im Bunde dann auf Tobias, ebenfalls als FRIX unterwegs, bist ja, wie wir gehört haben, sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil dir die Bildung so sehr gefallen hat, also die Praxis verlassen der Deutschen Bank hinein in die Wissenschaft oder dich dann auch vornehmlich der Wissenschaft zu widmen. So ein bisschen hast du es schon durchblicken lassen, wie der Schritt war. Vielleicht noch einmal so, was die IRIS betrifft, dann auch mit den Kooperationen im Ausland, denn auch das kam jetzt, finde ich, in unserer Runde schon sehr oft durch, nicht nur, dass die RIX international agiert, sondern auch zum Beispiel das genannte ausländische Studium von Sandy. Die IRIS mit den Kooperationen auch ins Ausland mit Reading und Harvard zum Beispiel. Wie sehr, sagst du, Tobias, lohnt sich ein Blick über den Tellerrand der deutschen Bildung? Also jetzt auch mit Bezug zur Immobilienwirtschaft, wie relevant ist es auch einmal, ausländische Märkte bzw. die Lehre kennenzulernen? Also ich halte das für heutzutage unabdingbar, weil wir haben Investoren, Finanzierer, Projektentwickler, Architekten aus dem Ausland, die hier sind. Gleichzeitig wollen wir, wenn wir in größeren Unternehmen tätig sind, ebenfalls in anderen Märkten reüssieren. Das heißt, wir brauchen dafür ein Verständnis, was läuft da ähnlich und was läuft da eben ganz anders. Das könnte so etwas sein wie Bewertungspraktiken, es könnte aber auch etwas sein wie Designfragen, es könnte etwas sein wie Nutzerverhalten, es könnte aber auch etwas sein wie Zugänge zu Kapitalmarkt und Verhandlungsführung. All diese Dinge sind ähnlich, aber dann doch wieder in USA und Frankreich und China und Tansania unterschiedlich. Ich glaube aber, neben diesen reinen, wie kann ich meinen Job besser machen, Dingen, bringt es uns weiter, weil wir können aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen uns ein eigenes kleines Portfolio an Erfahrungen zusammenschrauben, die uns bereichern. Also ich habe noch keine Reise gemacht, ich habe noch keinen Gesprächspartner in der Hochschule getroffen, aber auch Unternehmen nicht getroffen, wo ich gesagt habe, guck mal, das ist interessant. Und jedes Mal kommt man zu einer kleinen Stolperstelle und fängt vielleicht an, eigene Prozedere wieder selber in Frage zu stellen. Ich habe so ein Extrembeispiel. Ich war mal von so einer amerikanischen Hochschule und ich war begeistert, was sie da alles gemacht haben. Und hätte ich nicht die Empfehlung bekommen, durch den Link niemals dort gelandet. Und habe dann ein bisschen weitergelesen, was sie so gemacht haben. Und all das sind Dinge, die meiner Ausbildungstätigkeit möglicherweise
verbessert haben. Und das fängt eben mit Kleinigkeiten an. Also ich war auch im Ausland, habe in Schweden studiert und hatte da Professoren, die haben uns sofort an die Tafel genommen, wir haben diskutiert, jeder hat mitdiskutiert. Und es war einfach etwas anderes als das damalige Deutsche von vorne nach unten durchbeten. Ne? Und weil ich das erfahren habe, die als auch Franzosen damals schon waren, dachte ich, Mensch, irgendwas läuft bei uns anders. Dann müssen wir es ändern. Du sagst es, tatsächlich da den eigenen Horizont zu erweitern, wie wir es bei Sandy gehört haben, aber auch ich war dann auch fürs Studium, zumindest temporär im Ausland, jemand, der es auch getan hat, David Nattke, der auch in den britischen oder die britische immobilienwirtschaftliche Bildung dann auch temporär genossen hat. Wie wichtig war für dich dieser Schritt ins Ausland, beziehungsweise dann auch für dich und deine Karriere? Kannst du das analysieren? Ja, natürlich gerne. Also vielleicht, ich habe sogar schon meine Grundausbildung, mein Grundstudium im Ausland verbracht, war in Innsbruck in Österreich, habe dort Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und ich glaube, von daher war dieser Sprung ins Ausland extrem wichtig. Rückblickend hat im Bachelor, im Wirtschaftswissenschaftenstudium, der Prof am Anfang gesagt, 8% von dem, was ihr lernt, werdet ihr behalten, 2% könnt ihr dann wirklich mal anwenden. Und so sehe ich im Prinzip auch die Phase des Grundstudiums, wo man halt unfassbar viel Methodik mitnimmt und überhaupt die Herangehensweise an die Probleme, an die Auseinandersetzung mit den Themen. Habe dann bei PwC angefangen zu arbeiten und habe den Master nebenberuflich in Reading gemacht, in Real Estate Investment and Finance. Und das war dann letzten Endes auch das, wo nochmal sehr viel mehr hängen geblieben ist. Einfach, weil man quasi die Themen ganz anders verortet hat, schon sowieso in der Branche tätig war und ich dann quasi auch den Link zwischen dem Fachlichen und dem Praxistauglichen machen konnte. Und die Auslandserfahrung war von daher extrem hilfreich, weil gerade mit Reading, da waren Studienkollegen aus Kanada, aus Südafrika, aus China teilweise, was sehr, sehr wertvoll war, weil man eben in einen sehr intensiven Austausch gekommen ist. Wie machen die das dort? Läuft das eigentlich auf dem europäischen Markt? Was kann ich dort mitnehmen? Und auch das Netzwerk dort mitzunehmen, ist bis heute sehr tragend und ist da echt zu empfehlen. Und dann am Ende des Tages natürlich auch die professionelle Auseinandersetzung mit Themen in der englischen Sprache, die jetzt mal so über die Weltreise hinausgehen, so verhandlungssicher quasi zu agieren. Das ist ein großer Mehrwert und durchaus zu empfehlen. Und auch zu empfehlen ist am Ende des Tages bestenfalls für solche Ausbildungen den Arbeitgeber dazu zu bringen, dafür zu bezahlen. PwC hatte so ein Förderungsprogramm und ganz, ganz viele Firmen scheuen sich, glaube ich, auch nicht davor, wirklich zu sagen, hey, derjenige will sich weiterbilden, das unterstütze ich. Und das ist dann oft, glaube ich, auch das bessere Investment in die Zukunft, als zu sagen, ich will jetzt irgendwie im Jahr 5.000 Euro mehr Gehalt. Da ist das Investment in die eigene Bildung sehr, sehr förderlich. Und das eben dann durch Zertifikate, gegebenenfalls verbunden mit Auslandsaufenthalten, mitzunehmen, kann hier nur ans Herz gelegt werden. Danke dir, David. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich so ein bisschen rein aus der persönlichen oder von der persönlichen Sicht kommend rein in die Denke eines Arbeitgebers. Da du nun als Head of Digital Experience quasi die digitalen Aktivitäten der Signa aus München heraus ja auch mitleitest, wie wichtig ist dir in den Interviews, weil wir heute auch dann quasi Young Professionals in der Leitung haben und auch noch aktiv Studierende, wie wichtig ist dir dann in den Jobinterviews die Wissbegierde und auch die Lernbereitschaft der Kandidatinnen quasi aus Arbeitgebersicht? Ich habe das Glück, mit meinem Geschäftsbereich in einem Feld tätig zu sein, wo wir wirklich neu definieren, wie eigentlich die Immobilie von morgen aussieht, welche Themen dort berücksichtigt werden müssen, welche Technologien relevant sind und welchen Einfluss sie darauf haben, wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir unsere Freizeit verbringen. Und dabei ist es total essentiell, dass sich die Leute, nach denen ich suche, ja immer wieder weiterbilden, dass sie wirklich eine Neugier, eine Wissbegierde haben, was passiert eigentlich auf der Welt, was auch über die Immobilienwirtschaft hinausgeht, was sind Megatrends, mit denen wir uns beschäftigen, um dann wiederum natürlich das explizite Wissen der Immobilienwirtschaft zu haben
und auch herunterzubrechen, was bedeutet das jetzt eigentlich fürs Asset Management? Was muss ich tun, um ein attraktiver Landlord zu sein? Was ist eigentlich eine attraktive Fläche? Wie sehen attraktive Wohnungen der Zukunft aus? Und das sind dann natürlich auch so Themen wie, wie sieht das soziale Wohnen der Zukunft aus? Das ist, sind alles riesige Themen, die einfach ja echt getrieben werden dadurch, dass wir anders denken, Probleme mal wieder von einer anderen Sichtweise sehen. Und da kommt man einfach nur hin, wenn man diese Neugierde hat, ob und das zeigt sich natürlich dann auch dadurch, ob jemand sich entsprechend weitergebildet hat, ob er Zertifikate hat, ist aber natürlich nicht nur darin, daran festzumachen und von daher aber ein durchaus positives Zeichen haben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir herausstellen sollten, dann auch für die Runde, diese wechselnden Anforderungen in der Immobilienwirtschaft, nicht nur das Thema Sustainability oder ESG, welches dann auch von Susanne so aktiv getrieben wird, sondern auch das Thema von dir gerade, David, rund um das, den Aspekt Digitalisierung, User Experience in den Immobilien. Vielleicht da noch einmal, Sandy, zu dir, denn der Schwenk auch und vielleicht nochmal die Arbeitgeberin-Sicht, wie relevant ist es für dich tatsächlich, stets am Puls der Zeit zu bleiben, da du ja auch diverse Weiterbildungen gemacht hast, Zertifikate dann auch absolviert hast. Und wie denkst du darüber, beziehungsweise auch hier die Frage wieder, welche Erwartungen hast du dann auch in den Interviews an die potenziellen New Joiner? Ja, absolut, dass man offen ist für neue Themen, ne, dass man sich nicht an Organisationsstrukturen festhält, weil ständig ist der Wandel. Also es ändert sich wahnsinnig viel. Worauf es mir immer so ein bisschen auch ankommt, ist, wie sehr sich jemand einbringt, ne? Also sich mal so ein, also ich weiß nicht, wenn man irgendwo hinkommt, sind immer viele Themen in vielen Organisationen, die einfach rumliegen und niemand hat richtig Zeit, die zu bearbeiten, weil Ressourcen immer knapp sind. Also sich einfach auch mal ein Thema zu nehmen, was einem interessant erscheint und sich dran zu machen, das eigenverantwortlich zu bearbeiten. Ne? Und meistens kommt die Unterstützung dann von ganz alleine. Ne? Man lernt neue Kollegen kennen, man fragt sich durch die Organisation. Und das ist immer so ein Aspekt, den ich wirklich jetzt im Sinne von Neugier wirklich sehr, sehr wichtig finde, dass sich die neuen Kollegen oder auch die Bewerber wirklich trauen, sich einzubringen, sich da auch so ein bisschen verantwortlich nach vorne arbeiten. Verstanden. Danke dir. Und das glaube ich auch, also wir hatten jetzt darüber gesprochen, ESG-Digitalisierung, aber auch andere Megatrends. Vielleicht noch eine Fragestellung an dich, Tobias. Wie agil seid ihr in eurem Curriculum quasi? Also werden die Themen oft angepasst, adjustiert? Wie zum Beispiel, weil wir sie vorhin auch gehört oder gestern, glaube ich, im Laufe des Tages gehört hatten, Frau Professor Dr. Verena Rock, die als Studiengangsleiterin an Digitales Immobilienmanagement an der TU Aschaffenburg agiert, übrigens auch MREX an dieser Stelle, wenn ich richtig informiert bin. Also wie oft passt man das auch an den Trendthemen der Immobilienwirtschaft? Ja, das hängt ja letztendlich ein bisschen auch davon ab, welchen Kurs man besucht. Wenn man einen Grundlagenkurs hat, wie unser Kontaktstudium in der Weiterbildung oder unseren MBA, dann gibt es einfach Grundlagen, die man unterrichten muss. Aber es gibt möglicherweise innerhalb dessen neue Schwerpunktsetzungen. Wo wir aber praktisch jeden Kurs, jedes Jahr mit den Studierenden, mit den ehemaligen und mit einem Fachbeirat diskutieren, ist, sind diese Schwerpunkte noch die richtigen für die heutige Zeit. Das heißt, wir haben sukzessive mehr Digitalisierung reingenommen. Nachhaltigkeit hatten wir ehrlich gesagt schon seit Jahren in unseren Programmen fast immer drin. Wir haben einen eigenen Lehrstuhl, dann ein eigenes Kompetenzfeld mit Sven Dienert, der für nachhaltige Immobilienwirtschaft seit über 10 Jahren bei der IREPS forscht und lehrt. Also das ist etwas, wo wir aber jedes Mal neu kalibrieren. Und wir entwickeln eben auch neue Programme. Nehmen wir das Beispiel mit dem Digitalen, haben wir ebenfalls ein Intensivprogramm vor 4 Jahren eingeführt. Das ist kein Bachelor wie bei der Verena, sondern ein Weiterbildungsstudiengang, Zertifikat, weil wir eben wollten, dass sich mehr Menschen mit dem Thema, wie mache ich ein Geschäftsmodell, und vor allem, was tickt bei den digitalen Fragestellungen anders als bei uns in der Immobilienwirtschaft? Und das geht eigentlich ziemlich auseinander. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und so ähnlich machen wir das jetzt. Für nächstes Jahr haben wir einen neuen Studiengang konzipiert, Transaktionsmanagement, weil auf uns viele Leute zukamen, die gefragt haben, das brauchen wir. Und das
kommt in bisherigen Programmen zu kurz, dass man genau in die Transaktion fit gemacht wird. Also es ist immer eine Interaktion mit Studierenden, ehemaligen und einem Fachbeirat und was wird ja am Markt gerade gewollt. Aber alle Programme sind permanent in der Diskussion. Aber bei den Grundlagen ist es selten so, dass man sagt, das müssen wir jetzt auf den Kopf stellen. Also das wäre auch schädlich, weil ich glaube, verschiedene Grundfertigkeiten, die sind tatsächlich stabil. Also richtig rechnen ist elementar. Führt leider keinen Weg an der Mathematik vorbei. Aber das ist dann auch zu hören, gerade dann auch aus einer relativ jungen Sicht oder an den Anfängen einer Karriere, wie es bei mir dann auch der Fall ist, dass man da so agil agiert und dann auch durchaus Programme anpasst. Susanne, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört tatsächlich. Auch so ein bisschen vereinzelt auf die Frage eingegangen, warum ich mir in einem stressigen Alltag, sagt das Handy ja auch gerade, Ressource ist immer knapp, das Tischtuch ist immer zu knapp bemessen. Warum sollte ich mir da die Zeit gesondert freischaufeln? Deswegen vielleicht noch einmal an dich. Und auch ein Stück weit an Tobias die Frage, wie agil konntet ihr mit euren Instituten oder Institutionen dann auch auf ein entsprechendes Online-Angebot umstellen, da uns ja die Pandemie irgendwie dazu gezwungen hat in der Zwischenzeit. Also wie sehr ist das vielleicht auch eine neue Form der Lehre? Könnt ihr dazu eine Aussage treffen? Ja, wenn ich mal anfangen soll, RCS hatte ja auf 100% digital umgestellt, aber man merkt natürlich schon, dass so ein bisschen mehr Lebendigkeit aufkommt, wenn man sich auch persönlich trifft. Und das werden wir jetzt sukzessive wieder beleben müssen. Ne? Der Austausch ist halt unendlich wichtig. Vieles geht, insbesondere wenn man lange Wege oder große Distanzen auch international hat, sehr gut online. Ne? Aber jetzt tatsächlich mit dem Austausch in den Professional Groups voranzugehen und so weiter, das hat natürlich mehr Esprit auf der persönlichen Seite, ja, oder mal ein Panel, wo ausgiebig diskutiert wird über Dinge, die sich verändern, das geht nur auf der persönlichen Ebene und geht ans Herz, würde ich sagen, wenn man das schafft, wieder zurückzukommen. Also tatsächlich, wir haben seit unterdessen 8 Jahren arbeiten wir in digitalen Formaten und unsere ersten Erfahrungen waren ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend, dahingehend, dass keiner diese tollen digitalen Formate wollte, die wir entwickelt hatten. Was uns aber auch beruhigte, weil das meiste war schon in Präsenz. Wir hatten dann kurz vor Corona haben wir einen neuen Studiengang konzipiert gehabt, der einen bestehenden Hybrid darstellt, also sozusagen die 50% digital, 50% in Präsenzvorlesungen. Für diesen Studiengang war Corona so gesehen sozusagen schon mal ein gutes Verkaufsargument. Aber wir waren sozusagen technisch und auch organisatorisch in der Hinsicht vorbereitet, als Corona kam, dass wir wirklich sagen, ich konnte den Studenten am Freitag sagen, sorry, heute ist meine letzte Vorlesung für euch, wir sehen uns morgen digital. Und wir waren dann auch schneller als die Universität in der Weiterbildung, waren wir in der digitalen Welt. Die haben einen Monat gebraucht, bis sie in Zoom waren. Wir waren dann schon lange in WebEx, weil wir eben vorbereitet waren. Ich glaube, das ist etwas, was nachher auch ein Student mitnehmen soll, als Vorbereitung für Management, sei be prepared. Und dann kannst du auch verschiedene Trends für deine Organisation vorbereiten, ohne dass du sie gleich aufgreifst. Was machen wir wahrscheinlich dauerhaft digital? Dinge wie Finanzmathe, die kann ich super vorbereiten. Da kann ich diskontieren beibringen, was eine Rentenbarwertformel, da brauche ich nur die Formel, ich muss sie einmal hergeleitet. Und ehrlich gesagt fallen mir da auch keine besseren Beispiele mehr ein, wie man das erklären kann. Dann, manche Studenten müssen das 2-mal hören, manche 5-mal und manche gar nicht. Die müssen nur mal die Formel sehen und haben es verstanden. Das im Unterricht zu machen, wird dann beiden extrem nicht gerecht. Digital wird das sehr gerecht. Und das finde ich dann gut. Aber wo digital meiner Ansicht nach eklatant scheitert, ist bei allen denen, wo der Dozent mehr Moderator ist, Mediator ist, wo er fast die Leute ein bisschen an die Hand nimmt, wo jeder Kurs ein bisschen anders ist, wo man mit den Leuten diskutiert, wo man nicht weiß, wo man am Ende der Case Study landet. Dann landet man bei digital immer bei irgendeinem Holzschnitt. Ne? Es ist immer derselbe Kurs. Das ist weder motivierend, noch begeisternd und nimmt auch so ein bisschen den Schwung, dass 2021 vielleicht eine andere Lösung erfordert als 2020. Nicht? Also Albert Einstein hat das mal angeblich auf eine Frage von einem Studenten geantwortet. Mensch, die Frage ist ja dieselbe wie im letzten Jahr.
Und da hat Albert Einstein gesagt, ja, aber die Antwort ist eine andere. Also manchmal ändert sich die Welt und wir müssen auf dieselben Fragen andere Antworten entwickeln können. Und für die Immobilienwirtschaft gilt das par excellence. Und das funktioniert im Digitalen mit irgendwelchen Dosenkonzepten nicht. Finanzmathe, da bin ich relativ sicher, wir werden genauso diskontieren in 5 Jahren, in 10 Jahren. Das kann man prima vorbereiten. Aber Projektentwicklung, das ändert sich tatsächlich von Jahr zu Jahr. Also erstmal sehr, sehr schön, Tobias, danke dir zu hören, dass dann auch so schnell Antworten gefunden werden konnten, dass da reagiert wird, dass es nicht ähnlich zu Netflix allesamt ins Streaming abwandert und dieser Netzwerkgedanke dann eher kürzer kommt, nur um es mehr convenient zu haben, dass man es vom Sofa aus konsumieren kann, die Bildung. Deswegen sehr, sehr schön, dass da auch weiterhin der Netzwerkgedanke dann auch im Vordergrund steht. Mit Blick auf die Uhr, wir sind leider schon einen Moment drüber, soll uns aber nicht davon abhalten, vielleicht noch einmal in die Runde zu gehen, beziehungsweise schauen wir noch einmal ins Fragenpanel. Da ist noch nichts, vielleicht noch einmal ein kleines Abschlussstatement oder einen abschließenden Tipp an die Runde, wenn ich bei dir beginnen dürfte, David. Ja, ich glaube, das ist auch vorhin bei mir klar geworden, die Immobilienwirtschaft verändert sich und muss sich weiterentwickeln. Und das tut sie am besten mit jungen, dynamischen Kollegen, die jetzt hoffentlich hier zuschauen und sich auch weiterentwickeln wollen und das tun durch Zertifikate oder eben Learning on the Job, um dabei wirklich zu gestalten, wie wir in Zukunft mit Immobilien und dem Ort, wo wir täglich so uns drin befinden, zu interagieren. Vielen Dank. Sandy, was magst du den Zuhörerinnen noch mitgeben? Das ist vielleicht jetzt was Persönliches, was ich aus meinem Mentoring-Alltag gern beitragen möchte. Sich nicht schocken lassen von der Vielfalt der Möglichkeiten, sondern wirklich sich Zeit nehmen und analysieren, was ist mein Ziel und was brauche ich dafür? Vielen Dank. Susanne, was denkst du? Ja, ich glaube, es braucht hauptsächlich Mut, ne? Überhaupt mal den ersten Schritt zu machen und sich auszutauschen. Das ist das Entscheidende. Und selbst wenn es ältere Berufsverbände sind oder auch Universitäten, die schon lange an Bord sind, schaut mal hinter die Kulissen, da geht es bunt und quirlig zu, ne? Aber den Mut, den ersten Schritt zu tun, den müsst ihr aufbringen. Sehr schön. Tobias, und abschließend, vielleicht noch dein Tipp in die Runde. Drei Gedanken. Das erste ist, wenn Studierende weit in der Weiterbildung um eine Ausbildung ringen, dem Arbeitgeber verhandelt lieber über Zeit, dann über Geld. Wenn ihr es richtig macht, verdient ihr das Geld später. Aber die Zeit kriegt ihr nie wieder zurück. Also wenn ihr ein MBA-Studium macht, einen Kontaktstudiengang, ihr lernt die Leute kennen, ihr habt Dozenten, ihr habt einfach eine tolle Zeit, lieber über Zeit verhandeln als über Geld. Zweitens, geht die Extrameile, das lohnt sich. Verschiedene Sachen muss man erst einmal ankratzen. Und dann macht es Spaß, wenn man unterwegs ist. Also es gibt einfach Fertigkeiten, Tätigkeiten, die machen nicht bei der ersten Seite Spaß. Und dann lohnt es sich sozusagen bis Seite 20 durchzuhalten und dann wird es ein Page-Turner. Also Ausbildung ist immer auch ein Stück weit eine Hohlschuld und man sollte nicht darauf warten, dass irgendwas kommt. Und dann sollte man sich mit sich selber beschäftigen, wo will man denn eigentlich hin? Und dann weiß man relativ schnell, wenn man Fragen stellt, und das ist, man sollte sich Mühe geben, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wenn man anfängt, Fragen zu stellen, merkt man, welches Programm passt und welche Ausbildungsstätte passt, relativ zügig. Und man sollte anrufen, mit den Leuten sprechen, geben die sich Mühe, erklären die einem das und dann, glaube ich, ist man meistens relativ schnell klüger. Also Zeit ist wichtig, eigene Mühe ist wichtig und sich selbst prüfen ist wichtig. Großartig. Danke dir, beziehungsweise danke euch. Ich kann tatsächlich abschließend nur sagen, Franziska, ja, ich bin als Gatekeeperin oder Timekeeperin schon mit reingegangen. Tatsächlich kann ich nur sagen, durch dieses Briefing initial und jetzt auch dem Austausch heute mit euch, war das, glaube ich, schon Weiterbildung als solche für mich. Vielen, vielen Dank dafür, für eure Einblicke. Tatsächlich, was ich mitnehme, ist so das Thema Weiterbildung in Verbindung mit Netzwerken, in die ich mich dann auch aktiv einbringe, tatsächlich. So ein bisschen das Thema Hohlschuld, Bringschuld, also wirklich auch etwas investiere.
Und das Thema Selbstreflexion. Also was möchte ich eigentlich mit dieser Weiterbildung erreichen? Passt sie zu mir? Passt sie zu meinem Job, wie es Sandy in ihrem Eingangsstatement sagte? Also da glaube ich sehr, sehr viele Hausaufgaben im Vorfeld vor einer Weiterbildung und einem Zertifikat, denn sich nur das Thema auf die Fahne zu schreiben, ohne dahinter zu stehen oder dafür zu brennen, ist dann auch nur halb so viel wert. Also da abschließend mein Dank an euch in die Runde für die spannenden Einblicke. Aber auch ein Dank an eure Institutionen und oder beziehungsweise Unternehmen, dass sie dieses lebenslange Lernen dann auch ermöglichen in dieser Form. Zudem großer Dank an euch da draußen an den noch Bildschirmen, hoffentlich bald wieder in Real Life. Mein Angebot an dieser Stelle, dass etwaige Rückfragen dann via LinkedIn, Mail oder auch telefonisch platziert beziehungsweise dann beantwortet werden können, wenn sie vielleicht jetzt nicht für die große Runde bestimmt waren. Und da, wie gesagt, die große Vorfreude auf das persönliche Wiedersehen. Aber auch ein viel großes Dankeschön an dich, Franziska, an Heuer, an die Immobilienzeitung für das zusammengestellte Programm der diesjährigen Karrierewoche, dass wir hier in dieser Form präsent sein konnten. Und dann vielleicht meine Schlussworte. Ja, stay safe and keep learning. Getreu dem Statement von Baron Benjamin Britten, einem britischen Komponisten, Dirigenten und Pianisten, der gesagt hat, Lernen ist wie Rudern gegen Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. In diesem Sinne, alles Gute und hoffentlich bis bald. Vielen Dank, Frederik. Dem gibt es von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank auch nochmal an alle, die hier jetzt teilgenommen haben, die ihre Meinung hier so toll dargelegt haben. Auch von meiner Seite aus nochmal wünsche ich allen noch auch erfolgreiche Gespräche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Rahmen der EZ-Karrierewoche. Bedanke mich nochmal und wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, tschüss.